Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Heute wieder mal mit Returnal. Und zwar heute werden wir Gegner 1 mal weghauen. Ich warte mal, wie hieß Stopp der? Stopp und Pause, ich muss nochmal dazwischen grätschen. Nein, in diesem Video geht es nicht nur um den ersten Boss, sondern um alle 5 Gegner. Und ihr könnt euch da quasi sozusagen alle Informationen und Tipps und Tricks, die ich so zeige, raussaugen. Ja, das war es eigentlich an der Stelle. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit Gegner Nummer 1. Frike, Biome 1. Der hat so einen komischen Namen. Frike heißt der. Aber erstmal brauche ich einen Red Bull. Denn Red Bull verleiht Flügel. So, jetzt stehen wir vor der guten Kirsche und wir werden jetzt diesen Frike. Komisch, der wird ganz komisch geschrieben, Freak oder so. Auf jeden Fall ist das der erste Gegner in Returnal und den nehmen wir uns jetzt vor. Ihr solltet auf jeden Fall vorher euch gut aufleveln und sucht vorher das ganze Level ab, damit ihr so ein bisschen auflevelt, was die Energie angeht. Und jetzt werden wir ihn weghauen und im Prinzip ist es auch eigentlich nur ein Hin und Her und Ausweichen. Nee, nicht überspringen. Da ist er. Mann, bist du hässlich. So, und immer schön in die Mitte ballern. Und immer ausweichen. Wir rennen eigentlich quasi immer von links nach rechts. Dashen. Ausweichen. Ach, ich habe ja gar keine Musik an. Die Musik nehme ich deswegen raus, weil diese Musik macht euch psychisch nervös. Ich würde euch echt raten, wenn ihr das in Ruhe spielen wollt, macht die Musik aus. Vielleicht beim ersten Mal ist es cool. Aber wenn ihr jetzt auf diese Platin-Guide-Geschichten geht, macht das aus. Außer ihr könnt es abhaben mit dieser Musik. So, jetzt wollte ich nochmal aufs Gameplay den Controller. Da war auch genau, das ist zu langsam. So, jetzt haben wir alles eingestellt. Sorry, jetzt geht's weiter. Und los. Damit wir uns immer schön schnell drehen können. Deswegen habe ich das so hoch. So. Einfach entspannt bleiben. Den lila Kugeln ausweichen. Oh, sich nicht treffen lassen natürlich. Und jetzt sieht man auf dem Boden, dass er herkommt. Und in dem Moment springen, dashen, ausweichen. Immer schön auf Distanz halten. Scheiße, schlecht geladen. Ah, ich habe ja Energie. So, jetzt wird er wieder auf mich zukommen und wir gehen genau auf die andere Seite. So, erste Phase haben wir geschafft. Jetzt kommt wieder von zu und immer schön, wie gesagt, weg von innen. Immer den Kugeln ausweichen und auch immer schön dashen im richtigen Moment. Jetzt macht er diesen Anprallgriff. In dem Moment müsst ihr wegspringen und achtet auf diese Welle, dass sie da nicht reingeht. Ihr seht schon, wie ich das meine. Ach, jetzt habe ich wieder verkackt. Ihr müsst halt quasi, wenn er diesen Angriff macht, in dem Moment, kurz bevor er schlägt, müsst ihr hier dashen. Ah, komm her! Was ist denn mit meinem Sekundärangriff? Ich krieg jetzt aber auf die Rübe, wa? So, und jetzt? Und genau da hast du... Genau das sollte es nicht sein. Ich mache auch noch immer vor, wie man es nicht machen soll. Aber wir lassen uns nicht beeinflussen davon. Jetzt. So, genau, jetzt so meinte ich das. So, aufpassen, wo er hinfährt. Man sieht das ja auf dem Boden dann diesen orangen Punkt. So, letzte Welle, das schaffen wir doch wohl jetzt. Oh, ey! Scheiße, ich war abgelenkt. Habe ich denn jetzt gemacht? Du denkst wohl, du kannst mich besiegen, oder was? Nicht mit mir. Weit weg von ihnen. Oh, jetzt kriege ich auch noch auf dem Dödel. Was ist mit meinem Sekundärangriff? Funktioniert denn der nicht? Oh, in der Falle. Jetzt versagen wir auch noch. Oh, doppelte Welle. Na komm. Bei der Aufnahme verkacke ich jetzt. Das ist so geil. Wie immer. Halt drauf. Halt drauf, wir haben ihn gleich. Jetzt tue ich mich hier blamieren, ja?
Genau so machen wir's. Richtig blamiert. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Tornado. Ciao. Nein, wir machen das jetzt richtig. So. So, jetzt der zweite. Ich habe jetzt eine andere Waffe genommen. Den Pylon Driver habe ich jetzt gefunden bei den Run. Und wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Wie der das macht. Der arbeitet nämlich schön für uns. So. Auf jeden Fall sieht man hier schön, wie der Pylon Driver direkt für mich arbeitet. Ist auch in meinen Augen die beste Waffe im Spiel. So, man sieht, guck, zack, 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 wie der den bearbeitet, ohne dass ich was machen muss. Wichtig ist natürlich, das Ausweichen verändert sich nicht. So, guck, der haut den jetzt die restliche Energie weg. Haha, komm mal her. So, jetzt sieht man, wie er auf dem Boden zu mir wandelt und wir müssen nach hinten ausweichen und weg von ihm. Den lila Kugeln, da können wir nicht durchdashen. Das müssen wir halt nur alle wissen. So, jetzt steht bis 700 pro. Jetzt kommt dieser Angriff. Dieses Antäuschen. Also er deutet es an und dann schlägt er zu. Ey, krass, wie leicht mit dem Pylon Driver das ist. Der kann gar nichts machen. Immer schön von links nach rechts. Und ihn eindecken. Und weg. Jetzt fährt er wieder auf mich zu. Nach hinten. Sekundärangriff. Voll drauf auf die Möhre. Und diesmal brauchen wir keine Angst haben vor ihm groß. Jetzt kommt es. Bäm. Über die Welle. Jetzt kommt die letzte Phase. Oh nein! Mann, ey, mein Gesicht juckt. Was mache ich? Ich werde nicht besiegen. Und habe wieder falsch geladen. Was mache ich denn? Jetzt lost in space, Alter. Ich habe das mit dem Laden irgendwie bei der Waffe nicht so drauf. Jetzt ist natürlich vielleicht Energie. Oh! Also Leute, ihr seht genau, so sollte man es nicht machen. Na komm! Komm für die Girls! Gibt auch oben ein bisschen Grünsalat drauf. Na komm. Durchgedasht. Komm, das ist doch wohl nichts jetzt. Nochmal einmal. Und das war's. Geschafft. Xen Bayern 2. Runter und rein in den Kampf. Ich traue mich schon gar nicht zu sagen, das Spiel schüchtert einen so ein, weil es ist nicht einfach so, jetzt mal nächsten Spielstand wieder starten, sondern es gibt richtig einen auf die Backen. So, jetzt reiß dich zusammen. Ich will das einfach schaffen. Ich hab's noch nicht geschafft, Mann. So. So. Erste Phase ist weglaufen und schießen. Eigentlich tun wir nur weglaufen und schießen. Immer schön am Ball bleiben, bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen. Weil das versucht dieses Spiel nämlich exzellent, einen nämlich aus der Ruhe zu bringen. Nein, 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 nicht heute. Heute nicht, mein Lieber. Bitte. So. Phase 1 haben wir. So, jetzt kommen diese Kreiswellen. Da müssen wir immer schön springen. Da geht's schon los.
kommen irgendwie diese komischen Flugangriffe, genau. Bitte, 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 bitte. Nicht besiegen lassen. Muss doch irgendwie gehen, ey. Und hops. Scheiße. Ich muss das hinkriegen, ey. Ich bin's langsam leid. Ich will doch wissen, was in Level 3 los ist. Und ausweichen und... Wo ist er? Jetzt schon wieder diese Flugangriffe. Und hopp, das ist eigentlich, wenn man zuschaut, ist es einfach, aber einfach ist jetzt leicht gesagt, ja? Welle Nummer 3. Jetzt kommt die Entscheidung. Zusammen, Tornado. Geht schon wieder los. Mann, ich verstehe nicht, wieso. Hops, hops, hops. Jetzt haust doch aus, Mann. Mann, ich bin auch noch so dumm und springe in diese Scheiße rein. Cool bleiben. Cool bleiben. Voll. Eins, zwei, drei. Mann! Mann, dann gib doch mal was! Ein scheiß Schuss brauchst du noch! Nemesis Biome 3. Ah, verdammt, meine Birne! Oh, ich krieg gleich, oh, weg. Wach auf. Wach auf, wir haben noch zu kämpfen, Mann. Du kannst nicht einfach schlafen gehen. Oh. Mann, wem haben wir denn da? So, am besten ist mir aufgefallen ein Karabiner, also hier so ein Gewehr. Und wir müssen immer von links nach rechts rennen und dürfen uns nicht treffen lassen. Genau so sollen wir es nicht machen. Schon eigentlich kacke. Der Vorführeffekt. Hm.
nicht treffen lassen. Das ist unsere Aufgabe eigentlich. Immer von links nach rechts und ausweichen. Mit kleinen Dashen. Wir dashen immer weg. Genau. Ah, die Kleinen, die machen nicht so viel Schaden. Boom! Erste Welle geschafft. So, jetzt öffnen sich hier diese Plattformen. Diese Plattform wird jetzt lose. Und wir müssen jetzt... Im Prinzip machen wir jetzt in der zweiten Angriffswelle dasselbe. Bloß, dass wir aufpassen müssen, dass, weil diese Plattformen hier so lose sind. Bewegt er sich hin und her. Und wir müssen uns immer hier an diese Gerippe-Skelette orientieren. Ah, da ist er. Sekundärangriff drauf, mal sehen, ob der trifft. Mal wegdashen so ein bisschen. Und auf diese Strahlen achten. Verdammt, verdammt, verdammt. Einmal Energie brauche ich. So, jetzt... Upsala. Verschwindet er einmal. Wir folgen diesen Gerippen. Wo ist er da drüben? Egal, wir kämpfen aus der Entfernung, geht ja auch. Ziehen uns hinterher natürlich. Ah. Ah. Natürlich nicht so leicht. Kämpfen und quatschen. Und haben wir es gleich geschafft? Jetzt! Ja. Komm, noch ein paar, noch ein paar. Yo! Das war jetzt die zweite Welle. Jetzt kommt meiner Meinung persönlich der leichteste Teil. Also hier, der Teil ist meiner Meinung nach der leichteste Teil. Jetzt kann man nämlich schön hier in der Luft schweben und immer auf ihn einschießen. Und man kann eine ganze Ecke fallen. Ohne dass was passiert. Aber irgendwann sollte man mal, so wie ich jetzt es mache, wieder auf so eine Plattform rauf, um angreifen zu können. Wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, diesmal läuft alles. Jetzt wieder mal fallen. Das ist ganz gut. Wir sind noch nicht am Ende. Was soll's? Komm, 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 komm. Noch ein paar. Jetzt. Komm, den Rest kriegt er in der Luft von uns. Den Rest kriegst du in der Luft. Yeah! Das war's. Hyperion Biome 4. Hier geht es um diesen Gegner, der auf dieser Orgel spielt. So, rein da. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das so hinkriege. Ich gebe auch zu, ich habe das schon ein paar Mal geübt. Ich musste mindestens dreimal antreten hier. So, jetzt müssen wir da runter gehen. Und hier ist halt wichtig, diese ganzen, sag ich mal, Wellen zu beachten. Da musste ich schon ein paar Mal antreten. Deswegen, also es ist gleich vorweg gesagt, ich habe das jetzt nicht im First Run gemacht. Ich werde das jetzt, das ist einstudiert. Aber, wie gesagt, für Knotti, alles für Knotti, los. Komm, ich lass mich nicht fertig machen von dir. Komm her, du großer Clown, du.
Hier ist wichtig, wir müssen immer in Bewegung bleiben. Also immer schön im Kreis rennen. Es lädt. Wieso spielst du es? Und über diese Kreise hinweg springen. Und natürlich auch die auch. Also man ist eigentlich viel nur am Springen. Und jetzt dieser Strahl und über den Kreis weg. Das ist auch extrem. Muss ich erstmal einstudieren. Nochmal. Zack. Immer schön im Kreis rennen. Und diese Welle auch immer schön beachten. Dann weg der schon vor diesen blauen Blitzen oder was das sind. So, jetzt kommt wieder der Strahl und der Kreis und drüber hinweg und wieder schießen. Oh. Oh, yeah, yeah. Komm, komm, komm. Mach. Ah, ich hab verkackt. So, jetzt kommen diese Dinger da von oben. So weit wie möglich nach hinten. Dann weiche ich immer hier zwischen diesen orangen Strichen aus. War im Prinzip auch wieder dasselbe im Kreislauf, wa? Oh! Ach, verdammt, die blaue Welle hat mich erwischt. Wir werden nicht niederknien von hier. So, erste Welle haben wir geschafft. Boah, ich sag's euch. Oh, Return ist so aufregend. Jetzt wird er sauer. Jetzt wird er böse. Aber wir lassen uns nicht verscheuchen. Jetzt kommen gleich diese komischen blauen Kreuze. Oh. Oh. Wichtig ist, dass man durch alle Bälle durchdashen kann. Außer durch die lilanen. Das geht nicht. Oh. 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 Nicht mit mir, Claudius. Komm, 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 verdammt. Oh. Und jetzt der Todesstrahl. Ach nein, verdammt, ich habe noch nicht genug. Ich habe gedacht, ich könnte ihn jetzt diesen Strahl geben. Ich weiß nicht, wie heißt er denn? Ah, komm, 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 komm. Jetzt ist gleich ist er da. Jetzt habe ich ihn. Nee, oder auch nicht. Doch. So, letzter Run. Das sind ja immer drei Angriffswellen. Und jetzt macht er eine Kombination, glaube ich, aus allen. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Wie gesagt, man kann durch alle durchdashen, außer durch die Lilanen. Oder man ist zu langsam und lässt sich treffen. Ist auch schlau. Ja, ich bin dafür nicht gemacht. Nein. Nicht mit mir. Oh ja, okay, jetzt sind wir Tunnelblick. Jetzt haben wir nicht viel Platz zum Ausweichen. Jetzt mussten wir unsere ganzen Ressourcen einsetzen. Sag dir den letzten. Verdammt. Jetzt werde ich dich holen, Alter. Mit aller Gewalt. Den letzten kriegst du direkt mit dem Schwert. Und bam! Weg bist du, Alter. Huh! Endlich. Stille. Endlich. Es war zu viel. Oh, fein. Bayern. Pfeif. Na, wo bin ich denn hier? Komm her. So. Jetzt machen wir das. Den letzten Gegner. Aus Returnal. Oh, verdammt, seine Arme. Und wo kommen die denn her? So, hierbei ist nur wichtig, immer schön auf diese Dinger zielen. Und dann auf diese Augen da. Und natürlich immer schön ausweichen. Von, oh, ja, geht ja gleich los. Was mach ich denn? Hey, warum kriege ich denn hier so viel auf einmal? Oh nein.
Ich sag noch, es ist einfach. Vorführeffekt, jetzt kriege ich natürlich richtig ab. Die Augen, darauf müssen wir uns konzentrieren. Die Lila eine Scheiße im Auge behalten. Dass wir zwischen den Ringen landen, das ist wichtig. Ansonsten weichen wir mal aus. Egal, wir nehmen die Energie jetzt. Und jetzt wieder auf die roten Augen. Dürfen wir uns nicht behindern lassen davon. Ich habe die erste Welle schon geschafft. So, rüber hier. Jetzt sind wir in der zweiten. Und im Prinzip wiederholen wir das eigentlich nur. Guck mal, wie schnell die Energie da runter geht. Oh, du lila Welle. Wie gesagt, durch lila können wir ja nicht durchdashen. So, jetzt kommt die letzte Welle. Ey, krass, da habe ich schon fast in der ersten Welle abgelustet. Sag noch, Feuer, es ist leicht. Auf die Augen. Auf die roten Augen. Wegrennen von diesen Dingern. Mit diesen lilanen Strahlen. Und hier auch wieder auf die Augen. Und rüber, über die lila Wellen. Und immer schön hinten lang rennen. Immer von links nach rechts. Immer von links nach rechts. Jetzt wieder auf die Bälle. Oh, ich muss den Regen ausweichen. Ah, noch sind wir nicht am Ende. Und wieder auf die Augen. Wir haben es geschafft. Jetzt. Das war's. Das war Opion. Und damit haben wir das Spiel geschafft. Und Gegner Nummer 5. Na, wo verkriechst du dich jetzt hin? Hey! Jetzt selber weggerannt. Ja, was sollen wir dazu sagen? Jetzt springen wir da noch ein bisschen rein. Ich muss jetzt dorthin. So wie du. So wie ich. Tiefer, tiefer in die Kaninchenbau. Hör mich in die tiefen Tiefen des Kaninchenbaus. Genau, das war Returnal. An der Stelle sage ich Dank und auf Wiedersehen. Euer Tornado. Den weißen Schatten. Ja, ich kann ihn sehen. Macht's gut, euer Tornado. Ciao. Im Nachhinein muss ich sagen, ist Returnal ein richtig gutes Spiel, weil es hat eigentlich alles, was man so braucht. Dichte, Atmosphäre, Action, alles ist dabei. Und es hat mich dann so weit getrieben, dass ich sogar die Platin-Trophäe erspielt hatte. Also ich kann echt sagen, es gehört zu den Top 10 meiner besten Spiele, die ich je gespielt habe. Yo, hier ist die Platin-Trophäe. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben die Platin-Trophäe von Returnal. Das ist das Krasseste.